ein kleiner Teil der Flotte vom Lohnunternehmen Heidkamp. Tims 6R hier am Chromauspuff zu erkennen. Ja, kann man machen, ne? Abendlicht beginnt. Da kommt der Tim. Boah. Hier ist fast 10 Stunden Auftragszeit und haben 130 Liter verbraucht. Das heißt, 13 Liter circa ist der heutige Durchschnitt pro Stunde. Schöner 8400er. Ach, ist das herrlich, das Teil. Guckt euch das an. Das ist einfach böse. So, moin moin Leute, wie sieht's aus? Gleich mal kaltes Wasser. Maisfahren geht direkt los. Das Video wird, glaube ich, ein bisschen Besonderes. Was Besonderes. Nicht nur, weil ich zum ersten Mal Mais fahre, sondern vor allen Dingen, weil wir sehr, sehr viele verschiedene Eindrücke in dieses eine Video wahrscheinlich packen werden. Ich bin jetzt seit einer knappen Woche am Maisfahren und muss ganz ehrlich sagen, dass ich ja jetzt erst im Laufe, gerade mal ganz kurz Liftachse hochmachen, auf der Straße spart Reifenverschleiß, dass ich jetzt erst überhaupt in der Lage bin, mal in Ruhe noch mal so ein bisschen zu reflektieren und ich sag mal, eine geregelte Anmoderation und Abmoderation eines Videos zu machen. Wie gesagt, ich werde euch in dieses Video jetzt viele kleine Eindrücke und Abschnitte reinschneiden, die über die letzten Tage passiert sind. Also wundert euch nicht, wenn das Wetter oder die Tageszeit sich ändert, eventuell auch mal die Teilnehmer der Häckselkolonne. Aber ich denke mal, das ist trotzdem für euch sehr interessant, mal zu sehen, wie so eine Maisernte im Zweifelsfall bei dem Lohnunternehmen Heidkamp im Emsland aussieht. Das Lohnunternehmen Heidkamp ist das Lohnunternehmen, wo Tim, also Bauer Struck, quasi schon jahrelang fährt und euch ja entsprechend auch mitgenommen hat. Und nun ist es zum ersten Mal so, dass ich auch dabei sein darf. Und was gibt es natürlich Cooleres, als zu sagen, komm, wir nehmen unseren Optum, ist ja immer noch nicht unsere Maschine, sondern entsprechend abermals eine Ersatzmaschine von Case, nehmen die entsprechend, packen die vor einen großen Ladewagen, Häckselwagen mit Kratzboden und ja, fahren tatsächlich mal real mit bei dem, was Tim auch die ganze Zeit macht. Und Tim ist tatsächlich auch bei uns in der Kolonne. Häckslerfahrer ist hier 9800i, also quasi das, ich mach die Achse mal wieder hoch, weil der am Wippen ist, quasi das zweitgrößte Modell, ist aber auch ein Liebherr V12, ich glaube 24 Liter Hubraum, das ist das gleiche wie bei dem 9900i. Und genau, so haben wir heute, jetzt in diesem konkreten Fall, eine Ferntour in Anführungsstrichen. Das heißt, man fährt so, ja, ich würde mal sagen, 20, 25 Minuten zwischen den Schlägen. Das verändert sich natürlich hier auch in der Biogasanlage. Und dementsprechend ist das heute mal eine längere Tour und werden natürlich auch mehr Abfahrgespanne benötigt. Ich weiß nicht, was wir jetzt haben, aber ich glaube, wir haben 8 oder 9 Fahrzeuge in der Kette, damit der Häcksler auch wirklich dauerhaft laufen kann. Das ist natürlich die Idee, wenn man kürzere Distanzen hat, dann kann man das natürlich auch mit, werdet ihr in anderen Ausschnitten sehen, da sind wir zum Beispiel nur zu dritt gewesen, wo wir direkt an der Biogasanlage gearbeitet haben und da dann natürlich auch relativ schnell abkippen konnten. Aber muss man immer berücksichtigen, es gibt viele Komponenten, dass so eine Häckselkette am Ende gut funktioniert. Das ist auf der einen Seite natürlich genügend Abfahrfahrzeuge, aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass der Häcksler läuft und auch, dass das Abschiebefahrzeug bzw. dass das Schiebefahrzeug auf dem Silo oder das Walzfahrzeug schnell genug ist, weil sonst bringt einem das alles überhaupt gar nichts, wenn man da eine riesen Schlagkraft an den Tag legt und dann das Silo nicht verdichtet bekommt. Denn das muss ja alles hochgeschoben werden bzw. auch festgefahren werden. Aber das ist ja für euch alles nichts Neues und deswegen sind wir jetzt auf dem Weg zum Schlag. Ich muss hier mal auf mein Handy achten, wo wir jetzt konkret hinfahren. Denn wir fangen eine neue Fläche an, bei der ich natürlich naturgemäßerweise noch nicht gewesen bin. Und das ist, glaube ich, so auch das eine der großen Erkenntnisse, sage ich mal, im Laufe der Woche, dass man alleine diese ganze Logistik schon sehr gut planen muss und der Häckslerfahrer natürlich auch einen guten Überblick haben muss, wo seine Leute tatsächlich sind und dass die dann auch alle hinterherkommen. Und auf der anderen Seite auch als Neuankömmling, sage ich mal, hier, der das Emsland nicht kennt und diese Schläge nicht kennt und dann natürlich auch die Namen der landwirtschaftlichen Betriebe nicht kennt, auf denen gehäckselt wird, muss man das natürlich erstmal tatsächlich nochmal lernen. Jetzt geht es hier vorne links. Das ist doch gut. Jetzt machen wir die
Liftachse wieder runter, damit wir auch Lenkachse benutzen können. Das ist deutlich besser, wenn man um die Kurve fahren will. Und fahren hier einmal links rein. So sieht das auf jeden Fall mit dem Navi aus. Ah, ich schaffe das, warte mal, ich schaffe das vor dem. Vor dem schaffe ich das, vor dem Fendt hier. Oh, gerade den Apex getroffen an dem Dings und der Fendt mit seiner vollen Kartoffelmulde ist hier eben. So, geradeaus und nochmal links. Ah, da vorne kommt schon der erste raus. Was passiert hier? Was passiert hier? Der ist auch voll. Ja, super. Hinak, danke für die Info. Er hat nämlich gerade gesagt, da unten runter. Und hier kommt, glaube ich, schon Tim uns entgegen. Da siehst du, da kommt auch hier gleich alles zusammen. Zu Beginn des Videos. Ach, dass ich hier schniefe, tut mir leid. Aber die Klimaanlage hat mich auch schon geschafft. Alle einmal grüßen für die Kamera. Tim grüßt. Jetzt hat er die Lichter nicht angemacht. Ich hätte eben mal sagen müssen, mach die Lichter an. Was sagt er? So, hier rein. Hier rein. Und um die Ecke. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich den dahin, genau, irgendwen abgebremst habe. Genau, die sagten auch vorhin am Campingplatz. Hier ist ein Campingplatz. Und von daher scheint das alles korrekt zu sein. So, jetzt kommen natürlich schon das erste Kapitel der emsländischen Straßen oder der emsländischen Feldwege. Das sind teilweise ganz schöne Buckelpisten hier, das muss man echt sagen. War ich auch ein bisschen erstaunt. Muss mich mal ganz kurz konzentrieren. War ich erstaunt eben entsprechend, dass die Straßen doch teilweise so schlecht sind. Und ja, aber hilft nichts, muss man durch. Also ab einem gewissen Grad muss man auch schmerzbefreit sein und einfach ballern, damit der Häcksler nicht steht. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer noch Rücksicht auf das Material nehmen. Ne, hier kommen wir nicht drauf. Hier sind Kartoffeln. Und da ist der Häcksler wahrscheinlich. Eieieiei, er steht und wartet auf mich. Nein, Sören, zu viel getrödelt hier. Seht es mir nach, aber der ist gerade weggefahren, der Abfahrer da. Alter Schwede, da ist ein Graben. Joa, da wären wir eben gerade zusammen reingekommen, so. Gas, 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 Kassala, Kassala, Kassala. Na, musste nicht lange warten. Das geht gerade noch so. So. Auf dem Häcksler, Profifahrer Gerd, der hier Head of die Häckselkette ist, könnte man sagen. Head of Häckselkettenmanagement and Forage Harvester Driver. Ja, und der das sehr, sehr gut macht. Also das ist übrigens auch nochmal eine Sache, die ich im Verlauf des Videos sicherlich auch hier und da immer nochmal erwähne. Ich fand's mega, wie gut ich hier aufgenommen wurde in der Truppe. Also erstmal die tollen Maschinen, die kannte ich ja schon. Ne? Also das wusste ich ja schon, dass es da hier die geilsten Johnnies gibt und die neuesten Häcksler und was weiß ich. Das war mir natürlich alles klar. Aber dass die Leute nicht nur fahren können und professionell sind, sondern dass die entsprechend auch anderen Leuten was beibringen können wie mir, das finde ich schon toll. Und es gibt sehr viel konstruktive Kritik und es wird geholfen dabei und immer gesagt, das und das kann man noch besser machen. Aber es gibt nie irgendwie, also hatte ich jetzt in der Woche auf jeden Fall nicht irgendwie Stunk und dass irgendjemand unnötigerweise andere anpumpt. Also das ganze Team ist eigentlich wirklich cool. Also nicht nur eigentlich, ist wirklich cool. Das muss ich ganz klar sagen und deswegen ja, vielen Dank wirklich nochmal an Friedhelm Heidkamp und seine ganze Truppe, dass sie mir das hier erlauben mitzufahren. Und falls ihr nochmal einen coolen Lohnunternehmer Arbeitsplatz sucht als Fahrer und hier im Emsland in der Region seid, dann kann ich euch das nur wärmstens ans Herz legen, denn ich glaube, viel besser als das hier wird es nicht. So, jetzt werden hier auch noch Fotos gemacht. Jetzt habe ich natürlich dummerweise meine GoPro auf dem Kopf. Das sieht natürlich jetzt nicht ganz so geil aus, aber damit muss der junge Mann jetzt leben. Können wir hier nochmal Licht anmachen und nochmal konzentrieren. So, er müsste jetzt aber eigentlich mal weggehen da, weil der sitzt da ein bisschen dicht am Dings da. Genau, er geht schon weg, sehr gut.
So, genau. Was machen wir hier? Wir machen quasi normalerweise von hinten nach vorne den Wagen voll. Ich habe vorne mir eine kleine Schippe draufgelegt, damit entsprechend da keine, dass ich keine Traktionsverluste habe. Sonst ist das eigentlich relativ einfach. Wie gesagt, ich versuche das schon so ein bisschen zu steuern, dass Gerd hier am Ende des Tages eigentlich nicht alles alleine machen muss. Und er steuert natürlich mit dem Turm dann so ein bisschen nach, mit der Klappe, wie die entsprechend auf und zu machen ist, damit das funktioniert. Und von daher ja, läuft das eigentlich relativ gut. Ich fahre jetzt hier auf einer kleineren Stufe, habe tatsächlich Allradautomatik an. Das ist einfach angenehmer, wenn man hier rangiert, sonst kratzt der so auf den Hinterrädern. Das schafft er schon, aber ist einfach besser. So, jetzt einmal Lenkachse sperren, weil wir jetzt hier einmal zurückhaken gleich. Und hier noch einmal langfahren, nicht ins Schneidwerk fahren, ins Gebiss fahren. Mal ein bisschen vom Häcksler weg. Und rein geht's in die nächste Tour. Da sind wir auch schon fast voll, ne? Also ihr seht auch schon, was hier an Mais steht, ist für Emsland noch nicht das Beste, was wir die Tage gesehen haben. Das ist schon, da geht noch mehr und noch viel mehr. Aber im Verhältnis zu dem, was wir im östlichen Niedersachsen so gesehen haben und wie die Maisernte so, was weiß ich, Region Brandenburg ausgegangen ist, das war ja, da braucht man ja gar nicht mit dem Häcksler reinfahren. Das war einfach nur noch ein gelbes, trockenes Zeug. Und dementsprechend, ja, ist das hier schon sehr, sehr anständig, was hier an Ertrag runterkommt. Und auch für mich natürlich spannend, hier mal im Profigebiet Emsland Mais zu häckseln. So, Gerd sagt Feierabend. Jetzt muss ich hier einmal quasi umdrehen. Schaffe ich das hier? Das könnte knapp werden. Könnte aber auch klappen. Ihr seid live dabei bei Trial and Error, weil dieser Wagen tatsächlich relativ großen Wendekreis hat. Aber wir haben es jetzt geschafft und geradeaus geht es wieder weiter. Leider können wir jetzt hier mit dem Kollegen nicht schnacken. Grüßen noch mal freundlich. Wie gesagt, und Gerd freut sich auch, dass er auf dem Video ist. Ja, und ab geht's wieder zur Biogasanlage. So, da die Straße jetzt sehr, sehr weit ist zur Biogasanlage, machen wir jetzt mal einen Cut, beziehungsweise ich spiele euch jetzt mal die anderen Clips auch nochmal ein, die wir hier alle gemacht haben. Denn das ist, glaube ich, auch nochmal ein paar spannende Außenaufnahmen und Anhäckselsituationen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. So, ich dachte, ich nutze die Chance jetzt nochmal, wo ich hier sowieso einen Moment warten muss, das Anhäckseln mal filmen. Das ist natürlich sehr spannend. Der Schlepper fährt, hat man ja auch schon gesehen, immer ein bisschen versetzt, also auf der rechten Seite. Nur damit der Häckslerfahrer das quasi nicht direkt nach hinten, sondern so ein bisschen schräg nach hinten werfen kann. Die Anhäckselklappe ist runtergefahren und ja, da brüllt der V12. Und im Zweifelsfall kriege ich gleich ein bisschen Mais ab. Oh ja, das ging mal aufs Dach. Aber jetzt geht's rein. 3 Kilo bei Hinnack aufs Dach und der Rest in den Wagen. Ja, und so läuft das. Top, das sind 12 Reihen. Weg. So, der gute Marvin ist hier mit dem Radlader zugange. Hochschieben und festfahren. Wunderschöner New Holland. Rumpt hier entspannt vor sich hin. Auch schön leise eigentlich. Und dann geht er das da hoch. Vorne, wie gesagt, mit Zwillingsbereifung, um dann einfach die Kanten schöner festzuwalzen. Ja, das funktioniert ganz gut. Hat eine ordentliche Schlagkraft. Und hier stehen unsere Boliden. Optum mit dem Havel. 2-Achser und dahinter Tims 6250R mit dem Schütemarker, den ihr ja auch schon aus diversen Videos quasi kennengelernt habt. Ja, geht. Da ist Tim, der futtert. Ja, Wetter ist auch gut. Und dieses wunderschöne Chrom-Auspuffrohr, das hat es mir ja angetan, ne?
Das muss, das, also ich finde, das ist ein Muss für jeden 6R-Fahrer. Das Ding muss dran. Einfach geil. So, eine Sache, die ich auf gar keinen Fall vergessen möchte. Stoppschild, sind wir mal vorbildlich und halten hier entsprechend auch einmal an. Eine Sache, die ich gar nicht vergessen möchte, über die wir nochmal sprechen wollen. Für dieses Lohnunternehmen ist das Thema Spritverbrauch extrem wichtig. Und da gab es auch viele Diskussionen, ob wir dann tatsächlich mit dem Optum tatsächlich mitfahren sollten in der Kampagne, weil hier doch eher so 250 PS Schlepper, sage ich mal, unterwegs sind und nicht so eine schwere 300 PS Maschine. Und wir haben doch sehr interessante Verbräuche analysiert, nicht nur auf dem Monitor, nicht wundern, dass der so dunkel ist, weil den habe ich, die Helligkeit habe ich gedimmt, sondern auch tatsächlich an der Tankuhr am Ende des Tages. Wir haben festgestellt, dass der Optum hier tatsächlich nur minimal mehr verbraucht als ein 6250R, der natürlich leichter ist und auch ein bisschen weniger Leistungsreserven vielleicht hat und seine 300 PS wirklich nur an der Zapfwelle oder mit Boost oder was auch immer hat und nicht eben dauerhaft, da hat er ja eigentlich nur 280, sage ich mal, vergleichbar und dieser hat ja 313. Das also wirklich absolut respektabel ist. Klar, wenn, sobald man mehr Vollgasanteil hat, wird der Unterschied natürlich größer. Aber so im Normalbetrieb, wo die Leistung nicht gefordert wird oder nur im Teillastbetrieb, ist das wirklich sehr gut. Und was auch interessant ist, ist, dass wir tatsächlich einen geringeren Spritverbrauch haben, an den meisten Tagen zumindest, als ein T7-270. Das ist zwar kein neuer T7-270, also der ist jetzt auch schon 2-3 Jahre alt, aber ich glaube nicht, dass sich da so viel dran getan hat bis dato. Und da muss man echt schon sagen, das ist sehr beeindruckend, dass dieser Optum da mithalten kann und eigentlich ja sogar besser ist in dem Verhältnis, weil er mehr Reserven hat und dann sogar einen etwas geringeren Spritverbrauch am Ende des Tages. Also das war wirklich als einen sehr interessanten Leistungs- und Kostenvergleich auch mit den anderen Maschinen hier im Lohnunternehmen. Und hat auch, glaube ich, viele hier überrascht, weil alle eher gesagt hatten, ja, die verbrauchen schon gut Diesel und AdBlue auch. Und da waren sie erst alle kritisch eingestellt und das Ergebnis hat eigentlich alle hier verwundert. Natürlich fahre ich jetzt auch gut und sparsam, der Fahrer macht natürlich einen großen Einfluss. Aber ja, ich würde sagen, grundsätzlich schon mal eine sehr anständige Vorstellung hier von der Maschine. Weil wir hier eigentlich, das seht ihr jetzt hier nicht und heute, aber wir eigentlich so zwischen 12 und 18 Liter Durchschnittsverbrauch pro Stunde haben im Transport. Die meisten Tage waren wir eher so bei 11, 12 Liter. Und heute haben wir mal, es sind nicht 18, aber es sind jetzt 16 oder 17 Liter, wo wir halt viel Vollgasanteil auch haben auf der Langstrecke. Ne? Und das finde ich schon gut. So, Abendlicht beginnt. Da kommt der Tim. Oh. Gut, dass hier keiner wohnt, ne? Der sich dadurch gestört fühlen könnte. Aber ich glaube, ich muss jetzt da oben hin. Ja, muss man wieder beeilen, ne? Keine Zeit hier, ne? Das geht Schlag auf Schlag. Zack, zack, zack. So, jetzt gibt es hier nochmal Abkippen von Tim. Da wird gehupt. Sehr gut. Das lieben wir. Aber eigentlich wollte ich mir doch hier den wunderschönen 8R nochmal angucken hier. Alle Lampen an. Schöner 8400er. Ach, ist das herrlich, das Teil. Guckt euch das an. Das ist einfach böse. Das ist einfach geil. So, Tim macht das hier professionell. Der fährt da drauf. Da geht sofort die Klappe auf. Das läuft hinten raus. Mit richtig Rums. So. Die schmeißen das Zeug auf jeden Fall schneller raus als mein Harve, würde ich behaupten. Da klappert aber auch. Mann, Mann, Mann. So. Jetzt wird es schwierig hier. Und ja, sonst würde ich behaupten, sehen wir uns beim nächsten Video. Und wir haben auch noch was von der Potato Europe, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das muss auch noch hochgeladen werden. Kannst ruhig hier reinfahren, kannst auf Kartoffelland fahren.
Das geht wohl hier gerade mal eben. Genau, und hoffe, dass wir uns aber im nächsten Video sehen. Und ja, schreibt eure Kommentare, was ihr sonst noch so wissen wollt. Und ich bin gespannt auf euer Feedback. Macht's gut. Ciao.